in den Boxen. Boxen auf, Start zum fünften Rennen, Start zum Preis von Baden-Galopp. Das Feld kommt die Zielgerade herunter mit flottem Antritt. Geht hier Dawn Prayer an die Spitze, in Furious Zweiter. Drittes Pferd ist dann ohne Tabel, gefolgt von Mark of Excellence außen, Mr. Gent in und mit der roten Laterne zunächst die 5 Syndra. So geht es hier am Ziel vorbei in die letzte Runde hinein. An der Spitze die 1 Dawn Prayer. Dawn Prayer führt vor Furious, Dritter ist ohne Tabel, dann Mr. Gent in vierter Position. Fünfter ist dann Mark of Excellence, gefolgt von Syndra am Ende des Feldes. So sind die Pferde zu Beginn der Gegenseite das Kommando weiter bei Dawn Prayer. Dawn Prayer mit einer Länge vor Furious, dahinter übernimmt Mr. Gent an der Außenseite jetzt Platz 3 vor ohne Tabel, dann etwas Abstand bis zu Mark of Excellence und letztes Pferd ist Syndra, die hier schon so ein bisschen in Schwierigkeiten zu sein scheint. Die Pferde sind bereits Ende gegenüber, an der Spitze ist Dawn Prayer, wird aber jetzt attackiert von Furious. Dawn Prayer, Furious, dahinter lauert Mr. Gent auf dem dritten Platz. Vierter ist jetzt gleich Mark of Excellence, da ohne Tadel hier zurückfällt. Aber der hat noch ein bisschen zu tun, der Mark of Excellence, bis er vorne dabei ist. Die Pferde kommen in die Zielgerade hinein. An der Außenseite Furious macht einen weiten Bogen, geht aber nach vorne. Furious führt. Dahinter setzt in der Barmitte Mr. Gent in guter Haltung nach. Mr. Gent geht jetzt außen an die Spitze mit Furious innen. Der hält dagegen. Mr. Gent vor Furious. An der Außenseite kommt dann auch Syndra stark. Auch Mark of Excellence kommt jetzt. Aber vorne ist Mr. Gent hier nicht mehr zu boxen. Mr. Gent auf dem Weg zum Sieg. Zweiter wird Syndra. Dritter dann an der Innenseite Furious vor Mark of Excellence, fünfter Dawn Prayer und sechster ohne Tadel.